Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Kommentare kommentieren hier bei PowerTV. Mein Name ist Tomek und ich habe mal wieder durch meine Videos mich ein bisschen durchgesäppt, habe in den Kommentaren ein bisschen gelesen und habe ein paar interessante Kommentare für euch mal rausgesucht. Die werden eingeblendet und ich kommentiere sie. Und ihr könnt natürlich gerne geile Sachen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt den Daumen hoch geben, ihr könnt ein Abo da lassen, wie ihr wollt, es steht euch alles frei. Und wir starten direkt mit einem Kommentar von Manuel Radke. Mach mal bei Ninja Warrior mit. Und Shiba sagt, haha ja, er würde alles zerstören. Ninja Warrior ist was für Leute mit einem geringen Körperfettanteil, mit also dieser Lean Body Mass. Leute, die Kletterer sind im besten Fall, Turner sind und da, ich sag mal so, Bankdrücken. 130 Kilo auf der Bank zu packen, das nützt mir bei Ninja Warrior leider nicht. Lennart Peiska fragt, wieso macht jetzt jeder Umfragen? Dort mal anklicken bitte. Waschanlagen in ganz Deutschland sind sonntags geschlossen. Warum? Warum einfach? Die Story hinter diesem Kommentar ist, ich war mit Kev Burger essen, wir wollten davor das Auto waschen. Ich hatte es schon mit meinem Felgenspray. Hatte ich schon die Felgen jeweils eingesprüht, das hat gestunken wie Sau. Ich 1 Euro in die Waschanlage, um das erstmal mit Wasser ein bisschen abzusprühen alles. Oder um erstmal die Schaumbürste zu betätigen. Was passiert? Gar nichts. Tomek, wieso hat Kev keinen richtigen Bart, so wie du? Du, pass mal auf, warum ist die Banane krumm? Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Ich kann es dir nicht sagen, wahrscheinlich hat Kev einfach keine Lust, sich so einen Bart wachsen zu lassen. Mike hat ja einen, ich habe jetzt einen, aber Mike hatte ihn vorher und Kev hat so einen kleinen dezenten. Ich würde mal sagen, jedem das Seine. Sebastian schreibt, ich habe schon mal 1 Kilo Schnitzel gegessen. 1 Kilo Schnitzel, mein Lieber. Respekt, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Hier ein sehr, sehr schönes Kommentar bezogen auf mein Auto. Er fährt einfach einen A4 B5. Bester Mann, Herz. Tomek, wenn du das liest, bitte mach dich mal bemerkbar. B5 sind einfach mit die schönsten Autos, die es gibt. Fahre ja selbst ein. Der 710er. Erstmal einen ganz, ganz lieben Gruß an dich. Und ich sehe das genauso. Ich habe mich damals für den A4, also gerade B5, dieses Modell, hinten noch schön kantig, komplett durchdacht. Sehr stabile Motoren, kannst alles daran selber machen und ich habe ja extra zum Beispiel bessere Felgen, andere Reifen drauf und von der Optik möchte ich ihn so lange wie möglich original erhalten, dieses klassische, keinen Spoiler dran machen, nicht irgendwie die Scheinwerfer wechseln, also ändern auch von der Optik, wechseln vielleicht schon, aber nicht, dass sie optisch anders aussehen, denn dann kann das schnell in so ein Billig-Tuning umschwenken. Aber so original, deshalb habe ich zum Beispiel auch das Radio nicht umgebaut, sondern habe mir einfach einen Transmitter gekauft, dass ich sozusagen die Radiostation, ich sag mal da ein Signal an mein Radio sende und dann meine eigene Radiostation sozusagen produziere. Und ja, A4 B5, bester Wagen. Glückwunsch zum Heiratsantrag. Darf ich zur Hochzeit nach Polen kommen? Nach Polen darfst du kommen, aber zur Hochzeit... Wäre nett, wenn du das sein lässt. Wir haben die gleichen Gläser von Ikea. Prost, Leute. Eleonora schreibt, wer will auch einen Vlog von der kirchlichen Hochzeit? Es ist so, ich kann es euch nicht versprechen. Wir haben aber ein Kamerateam, wir haben Fotografen. Also mit Sicherheit werde ich zumindest ein paar Fotos zusammenschneiden, auf jeden Fall auf Instagram was hochladen. Instagram, Link in der Beschreibung. Wir werden einen Hochzeitsfilm bekommen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er auch um die 4-5 Minuten dauern, also genau die richtige Länge, dass man einen schönen Eindruck bekommt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den hochladen werde, denn es ist natürlich eine sehr persönliche Sache. Vielleicht werde ich es schon machen. Ich teile eigentlich gerne sowas mit euch und es wird euch mit Sicherheit gut gefallen, denn es ist ein richtiges... Es ist ein richtiges Filmteam, das haben wir dann sozusagen in Polen gebucht, also die sind öfters auf Hochzeiten, was Kasia unbedingt wollte und das haben wir auch gefunden, ein Team, das auch mit Drohne arbeitet, das heißt, dass die schön über die Kirche rüberfliegen können,
dass sie diese ganze Atmosphäre mal von oben aufnehmen können und einfach mal eine andere Perspektive zeigen können. Ich freue mich drauf. Ich kann es euch, wie gesagt, nicht versprechen. Es wird auf jeden Fall Eindrücke von meiner Hochzeit geben. Die findet im nächsten Jahr statt. Dieses Jahr wird es eine standesamtliche geben. Auch da werde ich bestimmt was auf Instagram von hochladen. Der Bürger warnt. Povrot, denk an deine Gesundheit und trink nicht vor jedem Training einen Booster, kann auf die Pumpe gehen. Da hast du recht, mein Junge. Die Rezeptoren kann man sich kaputt schießen. Also auch den Appell an jeden da draußen. Denn ich wusste das natürlich. Ich nehme auch nicht bei jedem Training einen Booster. Eher nur, wenn ich mich, sage ich mal, ein bisschen schlapp fühle. Oder wenn ich natürlich für euch einen Vlog aufnehme. Hat einen guten Effekt. Außerdem kann ich das ja auch testen für euch, wie welcher Booster für mich funktioniert. Obwohl das immer individuell ist. Das betone ich immer. Und man mit der Dosierung aufpassen sollte. Aber richtig ist auf jeden Fall, guter Hinweis, nehmt nicht jedes Mal einen Booster. Vielleicht dann so ein Käffchen, aber ihr kennt das auch, ich sag mal die Kaffeetrinker von euch, irgendwann reichen nicht mehr ein, zwei Kaffee. Irgendwann ist es die halbe Kanne, irgendwann ist es die ganze. Also man muss vorsichtig sein mit Substanzen, die auf den Körper so einwirken, dass sie ihn zum Beispiel beleben oder auch schläfrig machen. Beides natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Und damit, ihr Lieben, hoffe ich, dass euch dieses Kommentare-Kommentieren Spaß gemacht hat. Schreibt mir immer unter die Videos, nicht nur unter das, sondern auch unter die folgenden, verrückte Kommentare. Vielleicht greife ich das ja mal auf und dann mache ich wieder ein Kommentare kommentieren, Teil 3. Es gibt schon ein erstes Video, das kam ziemlich gut an und ich habe häufiger gelesen, Tomek macht auch öfter sowas. Von daher, mir macht es ja auch Spaß, mit euch so zu interagieren. Ich bin raus, ich bin der Tomek und macht's gut. Ciao, ciao. War nicht überhaupt Strom.